Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Lage in Karlsruhe. Heute ist das große Thema Karlsruhe Energie- und Klimaschutz. Und dafür haben wir sehr passend Herrn Vogelei von der Karlsruhe Energie- und Klimaschutzagentur zu Gast. Sie sind seit 14 Jahren Geschäftsführer der Agentur, kurz auch KEK, haben ein großes Herz für Umwelt und Klimaschutz und sammeln als Jurist eigentlich ganz viel Expertise und Experten in einem Team um sich herum. Was macht das KEK-Team aus und was bieten Sie als KEK an? Ja, das KEK-Team ist groß gewachsen, auch dank der Unterstützung durch den Gemeinderat. Wir sind mittlerweile 30 Köpfe. Begonnen haben wir 2009 mit 5 Köpfen. Und ja, was machen wir? 40, 50 Projekte rund um das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz. Die Zielgruppen sind von Schülern der Grundschule, Gymnasien bis über Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Firmen, städtische Einrichtungen. Also wir richten uns an ganz viele Menschen in Karlsruhe, eigentlich mit zwei Zielrichtungen. Die eine Zielrichtung ist der Klimaschutz. Was kommt auf uns zu? Wie können wir das versuchen, wenigstens abzumildern? Und das Zweite ist natürlich auch das Thema Energieeffizienz als Mittel für den Klimaschutz. Insoweit machen wir jetzt keine Wirtschaftsförderung vom Ziel her, sondern Sensibilisierung ist unser eigentlicher Auftrag und dadurch Projekte anzustoßen, messbare Ergebnisse zu produzieren zur CO2-Reduktion. Wie sind Sie als Jurist zur KEK gekommen? Eine ganz lange Geschichte. Ich war sehr lange bei den Stadtwerken Karlsruhe in unterschiedlichen Rollen, vom Ausbildungsbereich über als Direktionsassistent, war Teilnehmer der Führungsakademie des 5. Kurses in den 90er Jahren, Anfang der 90er, und wurde zum Leiter Umweltschutz ernannt von der damaligen Geschäftsführung. So mal nebenbei ein bisschen Umweltschutz machen, sage ich ein wenig flapsig. Und aus diesem Nebenbei wurde dann Management Consulting im Umweltbereich, und diesen Umweltbereich, der mir sehr entsprach, habe ich als Stabsstelle dann viele Jahre geleitet. Und als eine Gemeinderatsentscheidung anstand, hier in Karlsruhe eine Energie- und Klimaschutzagentur zu gründen, wurde ich gefragt und ich habe sofort Ja gesagt und habe das keinen einzigen Tag bereut. Ja, sehr schön. Das große Thema haben Sie ja schon genannt, Klimaneutralität, das Klimaschutzziel von Paris, 1,5 Grad. Die Karlsruher haben ja das Klimaschutzkonzept vor einem Jahr auf die Wege gebracht. Was sind da die großen Bereiche, wofür sind Sie als KEK da zuständig in dem Klimaschutzkonzept? Ja, unmittelbar zuständig würde ich jetzt mich nicht bezeichnen, sondern eher Impulsgeber und Projektakteur. Die Zuständigkeit liegt beim Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe, die auch das Klimaschutzkonzept monitoren und begleiten. Der nächste Monitoringbericht ist in Arbeit. Aber wir stimmen uns natürlich ganz viel in unseren Aktivitäten mit dem Umwelt- und Arbeitsschutz ab, der das Thema Klimaanpassung zum Beispiel bei sich hat. Unsere Projekte sind eher neue Menschengruppen, Akteursgruppen zu erreichen, schnell zu reagieren mit den Möglichkeiten als gemeinnützige GmbH der Stadt. Wir haben da eine größere Flexibilität, was zum Beispiel Personalentscheidungen angeht. Wir können unser Personal selber rekrutieren. Wir können auch Fördermittel in Anspruch nehmen des Landes in großem Umfang, über die wir uns zu 2/3 mittlerweile finanzieren. Also 1/3 ist etwa Grundfinanzierung durch Stadt und Stadtwerke, das sind unsere beiden Gesellschafter. Aber unser Auftrag ist jetzt nicht der Auftrag der Stadtwerke. Also insoweit haben wir einen rein gemeinnützigen Auftrag. Und dieser Auftrag heißt, einen Beitrag leisten, einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz in Karlsruhe. Sie haben angesprochen, 1,5 Grad, möglichst 1,5 Grad ist die Formulierung im Klimaschutzziel des Paris-Abkommens. Und wie wichtig das ist, das sehen wir ja aktuell. Nicht nur die trockenen Sommer der letzten Jahre machen das deutlich, sondern wir begleiten auch ein bisschen die wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahre und versuchen die auch, ich sag mal, in die Köpfe zu bringen. Ich sag mal, auch in die Köpfe aller politischen Entscheidungsträger, denn was dort auf uns zukommt, ist vielen noch gar nicht richtig bewusst. Es gibt einen ganz neuen Bericht der UN, jetzt mit Blick auf die nächste Treffen des Weltklimarates, und für diese Treffen gibt es immer Vorbereitungen. Und die UN hat jetzt gerade aktuell berichtet, dass wir damit rechnen müssen, dass weite Teile
bis Ende des Jahrhunderts der Welt nicht mehr bewohnbar sein werden. Und das bedeutet, dass wir eine Bedrohung haben, die wir uns im Alltag unserer Bedrohungen und Krisen, die wir im Moment erleben, so gar nicht vorstellen können. Und das in das Handeln und in die Entscheidungen des Gemeinderates, aber auch viele andere Akteursgruppen in Karlsruhe einzubeziehen und konkrete Wege anzubieten mit Maßnahmen. Das ist eigentlich unsere Kernaufgabe. Ja. Wenn ich so klein bin, im Klimaschutzplan der Stadt Karlsruhe, da kommen ja verschiedene große Bereiche sozusagen drin vor. Und da kommt ja die KEK ja ständig auch drin vor. Können Sie jetzt trotzdem mal versuchen, ein bisschen abzugrenzen? Was sehen Sie sich mehr verantwortlich? Wo, in welche Bereiche? Was sind so die Herzensthemen von Ihrer KEK? Ja, ich würde es vielleicht so zusammenfassen, vom Wissen zum Wollen und vom Wollen zum Tun. Also wir transportieren Wissen von Schulen, politische Entscheidungsträger, verschiedene Gruppen durch Informationsveranstaltungen. Wir stellen Materialien zur Verfügung, von Energieeffizienz bis hin eben zu Auswirkungen des Klimaschutzes. Wollen heißt, wir wollen das Bewusstsein wecken und auch die Fähigkeit, aus dem Wissen ein Tun zu machen. Also man spricht davon kognitiver Dissonanz. Wir wissen eigentlich alles, wir kennen die wissenschaftlichen Grundlagen, wir kennen auch die Handlungsmöglichkeiten, aber wir handeln anders. Ja, also wir wissen genau, dass Fliegen problematisch ist und fliegen halt trotzdem mal ganz gerne in den Urlaub, vielleicht auch zwei oder dreimal im Jahr. Also, können wir sagen, die aktuelle Krise hilft? Ja, ich weiß nicht, ob man das Wort helfen an der Stelle verwenden kann, aber es ist sicherlich ein ungewollter Impuls. Ja. In der Vergangenheit mussten wir oft argumentieren und nicht nur vom Klimaschutz her. Jetzt hat die Preissituation in der Energiepreiskrise sicherlich dazu geführt, dass wir bei der Energieeffizienz und beim Klimaschutz nachdenken. Wobei ich jetzt ein bisschen die Sorge habe, Herr Kalmbach, dass wir den Klimaschutz wieder mal hinten anstellen. Ja, also jetzt sagen wir müssen die Kohlekraftwerke laufen lassen, weil wir eine Energiekrise und auch eine Stromkrise haben. Und der Klimaschutz muss halt wieder noch mal 2 Jahre warten, so wie er jetzt in der Corona-Pandemie auch schon hinten angestellt wurde. Und man kann halt mit dem Klima ganz schlecht verhandeln. Genau, und bei dem Haushaltslage der Stadt Karlsruhe, ne? Dann wird es umso schwieriger. Richtig, also die Ziele, die Klimaschutzziele der Stadt Karlsruhe, wir sagen, sind ambitioniert. 2040 ist nicht mehr weit hin. Viele Städte haben sogar noch strengere Ziele sich gesetzt. Aber entscheidend wird sein, mit welchen Maßnahmenpaketen kann man diese Ziele erreichen. Und wir versuchen auch im Klimaschutzkonzept zusammen mit dem Umwelt- und Arbeitsschutz messbar zu machen, was wir tun. Also Projekte, Einsparprojekte mit bestimmten Gruppen, einkommensschwache Haushalte oder wer auch immer, oder in den Energiequartieren versuchen wir sozusagen über die CO2-Einsparung in die richtige Richtung. Ist nicht jedermanns in seiner Begriffswelt drin, was ist ein Energiequartier? Das ist eine kleinräumige Untersuchung des Wärmebedarfs eines Wohnumfeldes. Das kann ein Stadtteil sein, das kann aber auch kleiner als ein Stadtteil sein. Und das Ziel eines Energiequartiers ist es, über den Wärmebedarf, die künftige Wärmeversorgung und die Möglichkeiten der Wärmeversorgung nicht fossiler Art zu untersuchen und sozusagen kleinräumig den Weg Richtung Klimaneutralität aufzuzeigen. Also sozusagen die große Stadt Karlsruhe herunterzubrechen in einzelne Bausteine. Und wir dürfen jetzt mit dem Klimaschutzkonzept 3 Quartiere pro Jahr starten. Diese 3 Quartiere werden auch von der finanziellen Seite großteils durch den Bund finanziert, unsere Arbeit. Und der Gemeinderat hat uns dann Mittel zur Verfügung gestellt für 1/4 der Finanzierung. Und in den Quartieren haben wir 2 Aufgaben, nämlich einmal das Thema Bewusstseinsbildung. Also wir fragen ab, wie ist die Heizungssituation, wer ist der Energieträger, welche Maßnahmen wurden durchgeführt an Gebäuden. Und wir bieten konkret natürlich auch die Beratung zur Energieeinsparung und zur Sanierung von Gebäuden an oder auch zum Heizungstausch. Und der zweite Bereich, wir simulieren über verschiedene Szenarien, wie könnte dann die Wärmeversorgung in einem Quartier aussehen. Das heißt, wir untersuchen das Nahwärmepotenzial in einem Quartier. Gibt es die Möglichkeit, mit nicht fossilen Energieträgern dieses Quartier zu versorgen? Was hat das für Auswirkungen? Was also sind die Wärmepumpe oder so? Genau, Wärmepumpe ist eine Möglichkeit, insoweit eine interessante Möglichkeit,
wenn die Wärme und der Strom für die Wärmepumpe eben nachhaltig erzeugt wird, klimaschonend erzeugt wird. Das ist der entscheidende Punkt, wie bei der Mobilität ganz genauso. Jetzt ist ja durch die Energiepreiskrise das Thema natürlich in aller Munde, auch Thema Energie vor allem, aber auch Energieeinsparung. Jetzt mal ganz praktisch gesprochen, jetzt für Bürgerinnen und Bürger, die uns zuhören. Man hat ja oft ja auch Berührungsängste, also wenn man mit dem Thema Energie, man hat normalerweise seinen Energieversorger, da hat man seinen Vertrag als Mieter auch, je nachdem. Und wenn es dann um solche Sachen geht wie Energie einsparen, ganz praktisch, Sie haben vorhin den Energiespar-Check angesprochen kurz, was bringt es den Bürgerinnen und Bürgern, so einen Check durchzubringen? Gibt es da so viele Potenziale, die man heben kann? Das ist sicherlich unterschiedlich, ob Sie jetzt von einer Mietpartei sprechen, die im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses 90 Quadratmeter gemietet hat, oder ob Sie von einem Mehrfamilienhaus sprechen und der Eigentümer der Adressat ist. Aber auch der Mieter hat durchaus Möglichkeiten. Ich will mal ein Beispiel machen, jetzt aus dem Bereich der einkommensschwachen Haushalte, wo wir mit dem Stromsparcheck ein eigenes Förderprogramm haben und Leuchtmittel, zum Beispiel Steckerleisten, kostenlos zur Verfügung stellen. Ein Kooperationsprojekt Stadt Karlsruhe finanziert einen großen Teil, die Caritas einen anderen Teil. Dort kann auch eine Mietpartei alleine durch die Beratung und die Einsparhilfen pro Jahr gute 100 Euro einsparen. Das hört sich jetzt nicht so dramatisch viel an, aber zusammen zum Beispiel mit einem Kühlgerätetausch, den wir auch mit Mitteln des Gemeinderates durchführen können, sind das dann schon 200 Euro. Und das sind die alten Stromtarife. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 50% oder gar 100% Strompreissteigerung haben, dann sind das schon erhebliche Beträge, die da zusammenkommen. Das ist dann ein sozialer Aspekt, aber natürlich auch ein ökologischer. Da rufen dann Mieterinnen oder Mieter einfach bei Ihnen an und machen Termin? In dem Fall beim Stromsparcheck gehen wir in die Haushalte. Mhm. Ansonsten, ich erläutere das gleich noch mal ganz kurz, wie der abläuft. Ansonsten haben wir so viel Nachfrage aktuell nach Hausbesuchen, will ich mal sagen, dass wir das bremsen mussten, weil die Wartezeiten zu lang sind. Wir machen im Moment fast ausschließlich Beratungen bei uns im Beratungszentrum, hier direkt neben dem Haus der Fraktion, Hebelstraße 15. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann sich dort anmelden. Ein bisschen Wartezeit haben wir auch. Und wir machen ganz viel Online-Seminare, also gerade Thema Einsparung. Aber Sie hatten angesprochen, Stromsparcheck, wie funktioniert das? Wir haben im Moment 3 Mitarbeiter, sogenannte Stromsparhelfer, die in die Haushalte gehen und die Haushalte unter die Lupe nehmen. Das heißt, was haben wir für Leuchtmittel, welche Geräte sind Standby, kann ich da eine Steckerleiste zwischenschalten, kann ich eine Zeitschaltuhr zum Beispiel vor einem Warmwasserboiler davor schalten, dass der nicht 24 Stunden das Warmwasser bereithält. Und diese Einsparhilfen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Also die überlassen wir, es gibt einen Check sozusagen vorher. Und bei einem zweiten Besuch gehen unsere Stromsparhelfer wieder in die Haushalte und bauen diese Geräte auch entsprechend ein, tauschen auch die Leuchtmittel selbst und nehmen die alten vor allen Dingen mit. Denn die wollen wir ja, sollen ja dann nicht in den Haushalten eine Zweitverwendung finden. Auch bei den Kühlgeräten läuft es ähnlich. Wir vermessen, wir passen durchaus auch individuell mit an. Und wenn Sie alle Kühlgeräte nebeneinander stellen würden, die wir jetzt in den letzten Jahren getauscht haben, das wäre jetzt vom Schlosshaupteingang bis hier zum Haus der Fraktionen ungefähr die Strecke. Ja, okay. Wer kriegt so einen Kühlschrank zum Beispiel? Also die Familie muss staatliche Leistungen beziehen, Grundvoraussetzung, oder den Karlsruher Pass, also ein bisschen drüber über den staatlichen Leistungen liegen. Und zweite Voraussetzung, das Kühlgerät muss bestimmte energetische Anforderungen nicht erfüllen. Also muss außerhalb des Bereiches sein, wo man sagt, das macht keinen Sinn, das Gerät zu tauschen. Und das checken wir über das Alter, oder wir messen auch mal den Strombedarf vor Ort. Und dann ist ein ganz kleiner Eigenanteil von 50 Euro. Mhm. Das ist ziemlich einmalig in der Bundesrepublik. In anderen Städten mit dem Stromsparcheck, den gibt es nicht nur in Karlsruhe, wird ein Gutschein übergeben von 100 Euro. Und wir haben jetzt andersrum. Genau, andersrum. Mhm. Dann erreichen wir aber nicht die Haushalte, die eigentlich zu arm sind zum Sparen. Mhm. Weil 50 Euro ist noch zumutbar. Aber wenn das Kühlgerät Neupreis 500 Euro zum Beispiel kostet und Sie haben einen Gutschein von 100 Euro, hilft das sicherlich. Aber die anderen 400 müssen Sie selber aufbringen. Und das wird natürlich dann für viele schon außerhalb des Möglichen. Und wir können mit den 50 Euro vielleicht ein bisschen weniger
Kühlgeräte tauschen, aber wir erreichen genau diejenigen, die wir erreichen wollen, die aus eigener Kraft das nicht schaffen würden. Und dann sind halt alte Geräte da, Stromfässer da. Und in vielen Fällen ist halt der Strombedarf dann nicht in den staatlichen Leistungen drin, sondern muss von den Haushalten dann noch selbst gestemmt werden, weil er ist sozusagen im Mix nachher über die Grundsicherung oder sowas mit eingerechnet. Ein nächstes Thema wäre ja sozusagen die Eigenversorgung mit Strom. Da gucken ja viele, ich sag mal, Mieterinnen und Mieter auf Balkonkraftwerke, Solarpanels, die man sich vom Balkon runterhängen kann. Aber auch da gibt es wieder Berührungsängste, weil je nachdem, was man so in der Presse liest, gibt es da rechtliche Fallstricke, Probleme. Können Sie diese Angst nehmen oder was halten Sie von der Idee Balkonkraftwerke? Ist das so einfach, wie es sich anhört? Also es ist machbar. Und wir haben versucht, auch in Abstimmung mit verschiedenen Akteuren hier in Karlsruhe die Eingangsschwelle so niedrig wie möglich zu machen. Also sowohl was die Formalia der Anmeldung angeht, als auch, die Rahmenbedingungen zu vereinfachen. In Summe, denke ich, kann solche Balkonkraftwerke, ein einzelnes Modul liegt in der Regel so um die 300 Watt. Sie dürfen zwei Module schalten, also maximal 600 Watt Leistung sich beschaffen. Diese Summe von vielen, vielen kleinen Kraftwerken ist dann schon ein messbarer Beitrag, also sowohl zur Energiewende als auch zum Klimaschutz. Aber es gibt natürlich ein paar Regeln dabei. Also erste Regel, ich muss mit meinem Vermieter sprechen, wenn ich nicht selbst Eigentümer bin, was die Fassadengestaltung angeht. Das kann ich jetzt jeder wild an seinen Balkon irgendwas dranhängen. Also der Vermieter muss grundsätzlich zustimmen, es sei denn, es ist nicht sichtbar. Ich muss auch ein bisschen nach dem Denkmalschutz gucken. Ist das ein denkmalgeschütztes Gebäude? Dritte Voraussetzung, das Modul muss angemeldet werden oder die zwei Module beim Netzbetreiber, aber da ist die Schwelle sehr niedrig. Ich darf auch, das wird viel falsch transportiert, ich darf auch einen ganz normalen Schuko-Stecker verwenden. Man kann einen Spezialstecker, sogenannter WLAN-Stecker, verwenden, wenn die Hausinstallation ein bisschen wackelig ist, dann ist das vernünftig, auch ein WLAN-Stecker, aber das macht dann schon der Elektriker, dann wird es wieder ein bisschen aufwendiger. Und letzte Voraussetzung, ich muss dieses Modul nachher auf dem sogenannten Marktstammdatenregister anmelden. Aber da wird man durch eine Internetseite geführt. Das ist nicht so kompliziert, wie sich der Name jetzt anhört. Also insgesamt, viele kleine Tropfen bilden auch einen Fluss. Und ich stehe eigentlich solchen Modulen, die auch relativ schnell beschafft werden könnten und wo ich jetzt von der Beschaffung tatsächlich mit Wechselrichter zertifizierte Module auch in verschiedenen Quellen recht schnell kriege, eigentlich grundsätzlich positiv gegenüber. Ja, super. Jetzt ein größeres Beispiel als abschließendes Beispiel. Unternehmen oder Vereine, haben Sie da ein praktisches Beispiel für oder auch zum Thema Bürgerenergiegenossenschaft? Ja, die Vereine haben natürlich, vor allen Dingen die Hallensportvereine, großes Potenzial. Da sind viele Vereinshallen, Tennishallen, was auch immer, mit großen Dächern. Und wenn diese Dächer geeignet sind von der Statik, dann ist das natürlich hervorragend. Und ein solches großes Dach mit einer logischerweise auch einem großen Potenzial an Modulfläche ist dann natürlich schon auch eine erhebliche Investition. Und da kommen natürlich Investoren, die auch einen Gemeinnützigkeitsanspruch haben, wie Bürgerenergiegenossenschaften ins Spiel, die dann auch den Vereinen ein Angebot machen können, sagen, also verpachtet uns euer Dach, wir prüfen die Statik, wir planen die Anlage, wir investieren und der Verein hat vielleicht nicht nur die Dachpacht, vielleicht kriegt er sogar noch den Strom von der Bürgerenergiegenossenschaft. Jetzt gibt es nur in Karlsruhe noch keine. Wir sind im Moment dabei, eine zu gründen. Wir sind in intensiven Vorbereitungen und wenn alles gut läuft, bekommen wir noch dieses Jahr die Gründungsversammlung hin. Unterstützt werden wir von zwei großen Bürgerenergiegenossenschaften der Nachbarschaft. Aber es gibt auch ein Netz mit weiteren Bürgerenergiegenossenschaften. Wir drei Energieagenturen in der Region haben uns da zusammengetan und ein Netzwerk aufgelegt, in dem wir auch einen Informationsaustausch mit allen Genossenschaften hier im Mittleren Oberrhein initiiert haben. Ein erstes Treffen gab es bereits vor einigen Monaten und das wollen wir auch kontinuierlich weiterentwickeln. Die Bürgerenergiegenossenschaften können dann einen wirklich ganz wichtigen Beitrag für die Energiewende in Karlsruhe spielen. Und wir haben noch einen weißen Fleck. Also versetzen wir mal in die Situation eines Sportvereins. Ja. Der will jetzt konkret, hat ein großes Dach,
und sagt, okay, ich möchte auf diese Art und Weise irgendwie Strom beziehen. Wäre der erste Gang zu Ihnen? Wohin muss er gehen? Herzlich gerne. Ja? Herzlich gerne, okay. Ja, wir möchten sich gerne an uns wenden. Wir werden das dann nachher, also wir können eine Erstanalyse so ganz grob machen, das ist ja auch unser Auftrag. Aber wir würden das, sobald es die Genossenschaft gibt, weiterreichen an die Genossenschaft, die dann diese Planungsschritte durchläuft, also Statik, das muss man dann berechnen. Und es gibt jetzt ein erstes Projekt mit einem Verein Richtung Ruhrpur, wo wir derzeit dabei sind, ein großes Dach zu belegen, als Startprojekt für die Bürgerenergiegenossenschaft hier in Karlsruhe. Aber das Potenzial ist groß. Nur mal zur Größenordnung jetzt auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben in Karlsruhe ungefähr ein Dachpotenzial von 900 Megawatt, so rund und roh. Und von diesen 900 Megawatt wollen wir in den nächsten Jahren bis 2030 nach dem Klimaschutzkonzept nur ein Drittel nutzen. Also das scheint eigentlich machbar zu sein. Das wären 300 Megawatt. Aktuell sind wir in Karlsruhe bei um die 50 Megawatt. Also weit, weit weg von dem, was nutzbar wäre. Und das wäre unsere edelste Aufgabe, wenn es gemeinsam mit vielen anderen Akteuren, gerade eben auch mit der neuen Bürgerenergiegenossenschaft gelingt, die Ausbaugeschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Wir haben immer natürlich die gleichen Argumente, weshalb es nicht geht. Ja, Handwerkermangel und Modulmangel und Wechselrichtermangel. Ganz viele Gründe, was nicht geht. Aber wir wollen versuchen, trotz aller Schwierigkeiten, die wir da haben, die Wege zu ebnen. Und manchmal ist es halt auch, ich sag mal, ein bisschen die selbstgemachten Sachzwänge und Hindernisse. Also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir die Ausbaugeschwindigkeit erhöhen können, zum Beispiel im Bereich Freiflächen. Ja, es finden im Moment Analysen der Deponien statt. Es gibt das Thema Floating-Anlage auf Baggerseen, ja, Riesenflächen. Aber auch hier stellen wir uns manchmal selbst ein Bein. Es gibt neue Vorgaben, dass zum Beispiel nur 15% der Wasserfläche belegt werden dürfen und Abstandsfläche aus Naturschutzgründen zum Ufer gehalten werden müssen und so weiter. Wohlweislich nicht berücksichtigt, dass vor einigen Jahrzehnten die Baggerseen noch gar nicht existiert haben. Sie haben auf Ihrem LinkedIn-Profil passend das Motto, das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Was ist Ihre Hoffnung, dass man diese Ziele auch erreicht? Ja, ich werde oft gefragt, ob das 1,5-Grad-Ziel erreichbar ist. Ich glaube persönlich, dass es nicht mehr erreichbar ist. Wir sind eigentlich schon angesichts der Puffermöglichkeiten der Meere so weit, dass wir den eingeschlagenen Weg durch die Emissionen nicht mehr rückgängig machen können. Also wir haben etwas in Gang gesetzt, das nur noch bedingt steuerbar ist. Wenn wir uns aber anschauen, welche Auswirkungen und welcher Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad besteht, dann bedeuten 2 Grad, die Korallenriffe sind komplett verschwunden, die Gletscher sind komplett verschwunden. Wir haben in Deutschland jetzt gerade einen Gletscher verloren, Sie haben es vielleicht gelesen in der Presse, wir haben nur noch drei. Also wir wollen versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die schlimmsten Auswirkungen nicht ganz so schlimm sind. Jetzt sagen manche natürlich, Karlsruhe ist ja so klein und Deutschland ist ja so klein, was sollen wir dann da alleine machen? Sollen doch mal die anderen. Aber ich vergleiche das gerne so mit einer Metapher, wenn Sie einen zerlöcherten Rumpf auf einem Schiff haben und Sie haben ganz viele Löcher da drin. Oder ein anderes Beispiel, der Brand von Notre Dame in Paris, Sie erinnern sich dran. Da sind die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge hingefahren und da hätte man auch sagen können, der Feuerwehrmann steht vor der brennenden Kathedrale. Und sagt, was soll ich mit meinem kleinen Wasserschlauch, da kommt ja fast nichts durch, soll ich eine Kathedrale löschen? Und die haben das geschafft, weil die zusammengewirkt haben und ein gemeinsames Ziel hatten. Und das ist, glaube ich, unsere Botschaft. Wir wollen versuchen, in Deutschland, als eine der reichsten Städte in Deutschland und als einen der reichsten Länder Deutschland im Weltbeitrag, unsere Verantwortung wahrzunehmen und nicht zu sagen, China und Brasilien und Indien sollen die doch mal, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen und anderen vielleicht helfen, ihre Hausaufgaben machen zu können. Denn der globale Süden ist in einer weit schlechteren Situation und wird weit härter getroffen sein von den Veränderungen. Eigentlich können wir es nicht schaffen. Das ist ja diese Spannung von dem Zitat. Oft werden Dinge geschafft, weil auch Unvorhergesehenes geschieht, also weil Wirkungen durch das Miteinander zum Beispiel entstehen. Ne? Und die Frage, wie muss das Miteinander gestaltet sein? Also wie müssen wir das hinkriegen, dass nicht jeder an seiner Ecke irgendwas macht, sondern das, vielleicht könnt ihr da was dazu sagen.
Ja, also miteinander arbeiten ist auf jeden Fall wichtig und auch die Vorbildfunktion der Verwaltung ist wichtig. Auch die Stadtverwaltung in Karlsruhe hat sich ja auch Ausbauziele im Bereich Photovoltaik vorgegeben und wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, soll doch erstmal die Stadt und die Stadtverwaltung. Das ist im Grunde nachvollziehbar, wenn wir unsere eigenen gesetzten Ziele, Ausbauziele jetzt Stadtverwaltung nicht erreichen, wird es natürlich enorm schwer, andere Gruppen der Bevölkerung oder Unternehmen oder wen auch immer zu überzeugen. Also wir müssen unsere Hausaufgaben ganz sicherlich machen. Und ob wir unsere Ziele erreichen, die Frage ist, welche Ziele sind die richtigen? Vor einigen Jahren haben wir gesagt, naja, 2050 sollten wir mal so 80% reduziert haben und das ist ja noch lange hin. Heute wissen wir, dass das wissenschaftlich eigentlich gar nicht ausreicht, sondern wir brauchen tatsächlich die 2040 und dann nicht die Restemissionen, sondern wir brauchen die Null. Und insoweit beziehe ich mich manchmal bei den Zitaten eher auf Einstein, der gesagt haben soll, ich muss das Absurde anstreben und das, die 1,5 Grad sind fast das Absurde, um das Unmögliche zu erreichen, das scheinbar Unmögliche. Die Ziele noch verschärfen, im Grunde genommen. Ja, manche sagen also auch, 2040 ist nicht erreichbar. Oder das Land Baden-Württemberg hat für seine Verwaltung 2030. In 8 Jahren will die Landesverwaltung klimaneutral sein. Der Landkreis hat das Ziel 2035. Und ja, es gibt keinen Wettbewerb, ohne das wirklich hinterlegt zu haben. Ja. Genau, Sie haben recht, es gibt keinen klaren Fahrplan. Auf der anderen Seite wissen wir, nehme ich 2045 als Ziel und dann irgendwie so nah null, es passiert dann erstmal 5 oder 10 Jahre nicht wirklich viel. Und jetzt mit dem Nahziel 8 Jahre ist jetzt bei den Entscheidungsträgern beim Land, aber auch jetzt hier bei der Stadt, viel, viel mehr passiert als in den vielen, vielen Jahren vorher, wo man viel gemacht hat. Auch das erste Klimaschutzkonzept war nicht so schlecht. Aber die vielen einzelnen Maßnahmen, wenn ich mir die CO2-Bilanz der Stadt Karlsruhe anschaue, trotz Förderung des Gemeinderats, trotz vieler Einzelaktivitäten, wir sind nahezu Strich gefahren. Und das darf uns jetzt nicht mehr passieren. Die Zeit haben wir nicht mehr. Also Strich fahren heißt? Genau, also wir haben keine großen Einsparungen erreicht. Ja. Verkehr und einige andere Bereiche haben das aufgezehrt, was in anderen Bereichen an Einsparungen da war. Und das darf uns jetzt mit einem Monitoring nicht mehr passieren. Die Zeit haben wir nicht mehr. Und wir kämpfen eigentlich in Karlsruhe, wir kämpfen aber auch bundesweit in Baden-Württemberg, vor allen Dingen mit den Energie- und Klimaschutzagenturen um jedes Zehntel Grad. Und das soll dazu führen, dass wir zeigen, man kann es mit Technik, mit Willen und mit Mut schaffen, Einsparziele zu erreichen und diese Einsparziele nicht nur als asketisches Ziel um ihrer selbst willen, sondern um tatsächlich unseren Kindern und Enkeln eine Welt zu übergeben, die nicht wir zugrunde gerichtet haben, sondern dass wir wenigstens noch ein bisschen des Schadens wieder gut machen, den wir angerichtet haben. Das sind gute Schlussworte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben alle Links in der Beschreibung zur KEK und zum Klima Karlsruhe, zur Solaroffensive. Da findet ihr alle weiteren Links und bis zur nächsten Folge.